und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich Rocket, der Coop, Tank Heft Nummer 3 und Dragon Ball Super Band Nummer 3. Wir fangen mal an mit Rocket, der Coop, und wie der Titel schon vermuten lässt, dreht sich dabei alles um einen riesigen Coop und das Ganze geht so ein bisschen in die Richtung von Ocean's 11, zumindest im ersten Drittel des Bandes. Weil die große Stärke des Bandes, das werde ich direkt am Anfang hier mal raushauen, ist die Tatsache, dass man da drin noch zwei größere Story-Wendungen hat, was halt extrem viel Abwechslung in diese 6 US-Hefte, über die sich diese ganze Run streckt, reinbringt. Und was dann so die beiden großen Story Wendungen sind, welche an der Stelle nicht wegspoilern. Ich möchte das extra nur auf den ersten Teil bzw. auf den ersten Drittel des Bandes eingeben, damit ihr dann selber noch den Überraschungsmoment habt, wenn ihr das ganze Ding dann lesen werdet. Der Geschichte geht voran, dass man so eine alte Liebelei vom guten Rocket kennenlernt, die dem guten Rocket schon ein, zwei Mal hintergangen ist und bei den letzten großen Coup, den die beiden zusammen gemacht hatten, halt ein riesiges Messer in den Rücken gerammt hat, weswegen die beiden sich jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Als er dann wieder auf sie trifft in einer Bar, merkt er direkt, dass er noch so ein bisschen Gefühle für sie hat, und sie hat dann auch direkt ein paar triftige Argumente, die den guten Rocket dazu verleiten, für sie einen Bruch zu begehen, und für diesen Bruch muss er sich halt eine Truppe zusammenstellen, die man auch schon sehr schön auf den ersten Cover hier, beziehungsweise auf den Trade-Cover sehen kann. Und diese Truppe ist einfach so herrlich zusammengemixt mit Charakteren, von denen ich bis jetzt noch gar keinen kannte, die so interessant und verrückt sind, dass alleine deswegen schon der Band definitiv in jede Comic-Sammlung rein wird von Leuten, die Bock auf so Marvel-Kosmos-Dinger haben, weil das ist so eine Sache bei Marvel-Kosmos, die mich immer wieder begeistert, diese abwechslungsreichen Charaktere, Wie dieses kleine Küken, was man auch schon so schön auf dem Cover sieht, was zwar extrem klein ist, aber einen umso größeren Auftritt dann im Comic im ersten Drittel hat. Das war es dann auch schon mit dem Küken, dieser kleine Auftritt. Trotzdessen war der kleine Auftritt so cool, dass ich dann den Autoren verziehen habe, dass das Küken nun diesen kleinen Auftritt hat. Die Leute, die das bei der Comic gelesen haben, die wissen, was ich meine. Sehr cooler Comic, sehr abwechslungsreich und einer der besten Rocket-Comics, die ich bis jetzt tatsächlich in der Hand hatte. Und das, obwohl er das Rad mit diesem Ocean's 11-Ding nicht gerade neu erfindet, aber der Humor passt. Deadpool, wie ihr wahrscheinlich auch schon in den Covern gesehen habt, die ich eingeblendet habe, hat dann im letzten Drittel einen größeren Auftritt, und Rocket und Deadpool zusammen in einem Comic ist ja, denke ich mal, schon Kaufargument genug. 8 von 10 Punkten, definitiv eine Kaufempfehlung von mir. Ballert mir bitte unbedingt in die Kommentare rein, ob ihr den aktuellen Rocket-Band auch so stark empfunden habt, wie ich ihn empfunden habe. Dann geht's weiter mit Dragon Ball Super Band Nummer 3. Ich suchte die Bände echt noch ein Stück weg. Bin jetzt bei Dragon Ball Super tatsächlich auf aktuellen Stand. Und der dritte Band ist bis jetzt mit großem Abstand der beste Dragon Ball Band, den ich gelesen habe. Es geht richtig zur Sache. Man hat jetzt nicht irgendein belangloses Kampfturnier und so weiter. Es geht jetzt los mit Zeitsprung, mit verschiedenen Dimensionen, es werden neue Charaktere oder deren Ebenbilder eingeführt und. Und dieses ganze Dragon Ball Universum, was ja schon recht komplex ist anhand dieser ganzen Charaktere, die es gibt, wird durch dieses ganze Universumsding definitiv nochmal ein bisschen komplexer. Die langjährigen Dragon Ball Fans von euch können mal in die Kommentare reinschreiben, ob es in der originalen Dragon Ball Serie auch verschiedene Dimensionen gegeben hat oder ob das jetzt tatsächlich erst mit der Super Serie eingeführt wurde. Der große Aufhänger ist halt, dass der Trunks aus der Zukunft einer anderen Zeitebene zurück in unsere Zeit gereist ist und halt reinhaut, dass es in seiner Zeitebene einen Doppelgänger von Son Goku gibt, der wiederum alles Leben auf der Erde zerstört hat oder beziehungsweise vernichtet hat, weil er der Meinung ist, dass die Erde besser dran ist ohne Menschen, die dort leben. Er und noch ein paar andere Rebellen haben halt überlebt, und der hat es dann halt gerade als einzigster geschafft, in die Gegenwart zu reisen. Erzählt halt Son Goku und so weiter davon, und die wiederum haben einen Kaioshin im Verdacht, der in einer anderen Dimension schon damit aufgefallen ist, dass er da so ein paar Sachen gemacht hat, die ein Kaioshin so normalerweise nicht machen sollte. Extrem coole Story. Ich finde es auch wieder total fett, dass der Autor hingeht und jetzt nach so einem größeren Turnier erstmal wieder so ein bisschen Abenteuer reinbringt, was für mich so die gewisse Dragon Ball Würze ist, dass man auf der einen Seite halt immer diese Turniere hat mit diesen extrem abwechslungsreichen Kämpfen und auf der anderen Seite dann wieder die Jagd nach den Dragon Balls oder wie in dem Fall ein Doppelgänger von Son Goku, der mal eben so ein ganzes Paralleluniversum ausgelöscht hat. Dazu noch die Einführung von dem neuen Kaioshin und so weiter, von dem man dann die Ausbildung in einer anderen Dimension miterleben kann, und halt diese Komplexität innerhalb der Storyline mit verschiedenen Zeitebenen und unsere Dimension, dann von der anderen Dimension die andere Zeitebene und. Toller Band, absolute Kaufempfehlung von mir. Auch für Leute, die bis jetzt noch nie Dragon Ball in der Hand hatten, ich kann das ja so ein bisschen beurteilen. Ich habe jetzt noch nicht so viel Dragon Ball gelesen. Ich habe jetzt die ersten 9 Bände der Originalsaga gelesen und die ersten 3 von der aktuellen Dragon Ball Super Serie. Und ich würde so weit gehen und behaupten, dass wenn man noch nie einen Dragon Ball Comic in der Hand gehabt hat, beziehungsweise einen Dragon Ball Manga, kann man auch ruhig mit Dragon Ball Super einsteigen. Wenn man im Vorfeld vielleicht noch Dragon Ball Kampf der Götter sich reinzieht, dann hat man so einen relativ guten Überblick. Man kennt zwar nicht alle Charaktere, aber ihr seht es ja mir, ich habe Spaß an der Story und gibt
gebe dem Band definitiv eine richtig gute 8 von 10 Punkten und definitiv eine Kaufempfehlung meinerseits für Dragon Ball Super Band Nummer 3. Zu guter Letzt habe ich noch so einen kleinen Independent-Titel dabei. Tank habe ich ja schon die ersten beiden Hefte vorgestellt, habt ihr auch schon sehr abgefeiert. Und das dritte Heft tatsächlich ist bis jetzt mit großem Abstand das beste Heft von der ganzen Tank-Saga, weil man zum einen ein paar Antworten auf Fragen, die in den ersten beiden Heften aufgeworfen wurden, bekommen hat und zum anderen die Zeichnungen noch mal ein Stückchen besser geworden sind für mein Empfinden und auch mit den Perspektiven noch ein bisschen mehr gespielt wurde. Insgesamt gab es, glaube ich, ein, zwei Panels, wo mir die Perspektive nicht ganz so gut gefallen hat oder beziehungsweise die Darstellung der Charaktere. Trotzdessen ist das Meckern auf sehr hohem Niveau und das Heft ist echt wirklich richtig gut gezeichnet, sehr stimmungsvoll. Und was mir am besten gefallen hat, dass man jetzt mal so ein bisschen Einblick zu ihr hier bekommen hat, von der man immer noch nicht den Namen weiß. Sie wird weiterhin 208 genannt und man erfährt so ein bisschen durch Rückblicke, was vorher gewesen ist, warum sie so geworden ist, wie sie nun mal zurzeit ist. Auf der anderen Seite sieht man so ein kleines Lager von Überlebenden in dieser apokalyptischen Welt, die sich zusammengetan hat, haben und es fühlt sich so ein bisschen Walking Dead mäßig an, als sie durch diese Stadt geht, die halt von Handel und all sowas lebt, wo die ganzen Menschen so andere Menschen misstrauisch gegenübertreten. Sehr tolles Comic, definitiv eine Kaufempfehlung von mir, auch hierfür auch eine 8 von 10, wie für die anderen beiden Titel. Vielleicht sollte ich das Video einfach nur 8 von 10 nennen. Auf jeden Fall sehr cooles Comic, guckt doch mal auf seine Internetseite vorbei, SD-Comics müsste so glaube ich heißen, ich werde es euch auf jeden Fall nochmal, wie sie genau heißt, in der Beschreibung verlinken. Und das war's meinerseits. Bitte ballert mir unbedingt in die Kommentare rein, wenn ihr einen der Titel auch gelesen habt und wenn ja, wie euch gefallen hat. Ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da und sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!